Viel ist derzeit von der Energiewende die Rede. Damit die ehrgeizigen Ziele erreicht werden können, muss unter anderem viel mehr Strom aus Photovoltaikanlagen erzeugt werden. Wo aber darf ich überhaupt eine Photovoltaikanlage bauen? Dieser Frage gehen wir heute in 3 Minuten Umweltrecht nach. Hallo und herzlich willkommen bei 3 Minuten Umweltrecht. Mein Name ist Katharina Häusler von der Umweltrechtskanzlei Niederhuber & Partner mit Standorten in Wien, Graz und Salzburg. Die EU-Mitgliedstaaten haben sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Bis 2050 soll die Union klimaneutral werden. In Österreich hat sich die Bundesregierung vorgenommen, dieses Ziel sogar schon 10 Jahre früher zu erreichen. Und noch einmal 10 Jahre früher, nämlich 2030, sollen in Österreich schon 100% des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt werden. Damit das erreicht werden kann, müssen die Anlagen natürlich massiv ausgebaut werden. Allein für die Energiegewinnung mit Photovoltaikanlagen muss 2030 etwa 6-mal so viel Strom erzeugt werden wie derzeit. Diese Photovoltaikanlagen müssen natürlich auch irgendwo gebaut werden. Wo aber darf ich überhaupt eine Photovoltaikanlage errichten? Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Kurz gesagt hängt es davon ab, wie und wo ich welche Art von Anlage errichten will. Die Voraussetzungen zur Errichtung einer Photovoltaikanlage sind nämlich häufig in unterschiedlichen Landesgesetzen geregelt und diese Landesgesetze können sich sehr stark unterscheiden. Im ersten Teil dieses Videos wollen wir uns einmal ein paar ganz grundsätzliche Fragen ansehen. Die vielleicht wichtigste Information für Privatpersonen, aber durchaus auch Unternehmen mit sehr großen Dach- oder Fassadenflächen ist die, dass Photovoltaikanlagen, die auf oder an einem Gebäude angebracht werden, grundsätzlich ohne besondere raumordnungsrechtliche Voraussetzungen errichtet werden dürfen. Das heißt, dass dort, wo zulässigerweise ein Gebäude steht, darf ich auch auf oder an dem Gebäude eine Photovoltaikanlage anbringen. Aber Vorsicht, das heißt nicht, dass sonst dafür keine Voraussetzungen beachtet werden müssen. Ob ich nämlich zuvor eine Baubewilligung brauche oder die Errichtung nur der Baubehörde anzeigen muss, ist jeweils wieder in der zuständigen Bauordnung geregelt. Und diese kann auch noch weitere Voraussetzungen vorsehen und auch das Landeselektrizitätsgesetz oder das Naturschutzrecht kann etwas vorsehen, je nachdem wieder wie groß die Anlage sein soll. Außerdem, wenn ich in einer Wohnhausanlage eine Anlage errichten will, brauche ich die Zustimmung der Miteigentümer. Auch diesbezüglich ist jetzt aber geplant, dass es Vereinfachungen geben soll. Wirklich kompliziert wird es allerdings, wenn ich eine Photovoltaikanlage auf einer Freifläche errichten will. Das sehen wir uns aber, Achtung Cliffhanger, im zweiten Teil des Videos an.